Hat alle, die ich gekillt habe, nochmal. Lass mich los! Das ist aber ein einfacherer Kampf als die Kämpfe davor. Naja, Mist. Ich bin immer zu langsam, wenn die mich packen. Okay. Die Albträume wurden besiegt. Stellt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten? Mich. Seht nur, über welche Macht ich verfüge. Ja, schon. What the fuck? Geil. Nichts ist wahr. Wie war das? Dann tue ich halt dem seine Klone. Schattendoppelgänger, würde ich bei Naruto sagen. Oh. Ist die immer noch... Ey, das kann ich nicht, oder? Ah, ich bin immer so langsam. Boah. Jetzt aber. Endlich mal wieder ein Konter. Langsam. Ja, schubst mich, dann geht ein bisschen Zeit. Ich verliere hier. So viel dazu. Heiltränke oder sowas. Ja, ich bin tot. Der Kampf ist happig. Der ist echt happig. Wenn Sie einen starken Angriff probieren konnten, wir es gleich nochmal. Ist Ihr Gegner verwundet. Okay, ich starte auch hier. Meins. Okay. Nächster. Ich muss vielleicht bloß kontern. Nein, ich muss einfach bloß richtig timen. Und nicht so greedy sein, wenn ich einen am Boden hab. Okay, jetzt läuft schon. Oh, okay. Wollte gerade sagen. Diese Angriffe sind heftig. Wenn ich die immer falsch abblocke. Das geht schon eher. Das ist immer blöd, wenn ich einen zum Hinfallen bringe, dass er den Fokus manchmal wechselt. Oh, cool. Verfluchte Alter hier! Habt ihr noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Oh ja. Ich konnte nie besonders gut teilen. Das stimmt. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Und den willst du ihnen nehmen? Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen.
Ich lasse Taten folgen. Der lacht. Sag mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieße mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Oha, cool. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz, dieser Edensplitter, dieses Wort Gottes. Cool, der hat's versucht und es gescheitert. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Iris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das. Illusionen! Allesamt! Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie ja, die Glaubenskriege sind eine Illusion. Die Glaubenskriege sind schon eine heikle Sache. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah, nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als steckten wir in einem Engpass. Das stimmt. Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Alter, ihr. Ihr wart mein bester Schüler. Warten. Blind, Alter, ihr. Ihr wart die ganze Zeit über. Was geht hier vor? Und werdet es immer sein. Animus, was ist hier los? Ah, dort unten. Was? Ja, shit. Okay. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern... Das ist ja übel. Blind, Alter, ihr. WTF. Ihr wart die ganze Zeit überblind. Und werdet es immer sein. Aber das ist ja übel. Ha, wo ist er jetzt hin? Dort oben ist er. Kann ich ihn nicht einfach mit einem Wurfmesser... Meine Klinge sieht für mich, Al-Mualem. Sie durchschneidet die Dunkelheit. Cool. Das war sogar richtig. So, wo ist er jetzt? Dort unten ist er. Greif an. Jetzt verliere ich wieder alles. Das ist ein kurioser Kampf. Wo ist er hin? Und was geht mit dem... Da hinten, oder? Was hat das mit meiner Erinnerung zu tun? Weil der Animus spackt ja jetzt gerade herum. Ich sehe nichts.
Achso, ich muss ihn nur oft genug umstoßen. Okay, geschafft. Das Finale. Tja, deine Macht ist weg. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ja. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Ich würde es gerne zerstören. Es hätte zerstört werden sollen. Ja, genau, zerstören. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Zu welchen Kosten? Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Und ich richtete mein Herz darauf, zu erkennen Weisheit, Torheit und Narretei. Was ist jetzt los? Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer erkennt nicht was mehr, ist das? Mehrt das Leid. WTF. Zerstört es. Sag nur. Zerstört es, wie ihr gesagt habt. Was ist das? Ich kann es nicht. Doch, ihr könnt, alter ihr. Aber ihr werdet nicht. Ich will. Ich komme aber nicht hin. Eine unsichtbare Mauer hält mich ab. Was mache ich jetzt? Ich höre doch was. Wir haben es. Ah, da. WTF. Was ist hier los? Was ist hier los? Was passiert jetzt? Wir haben es. Es war die Stimme vom Doktor. Was war das, verdammt? Was war das? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Verdammt! Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Was geht hier Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Die? Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Na, herrlich. Gut. Das ist untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Okay. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Fragen. Die lassen mich allein mit... Und was zum Teufel ist das? Boah, ich hab den Blick drauf. Jona... Was? Was ist das hier? Ein Geschmier? Ist das ein Pfeil? Überall Zeichen. Ich weiß bloß nicht, sie zu bedeuten. Was geht hier jetzt ab? Muss ich hier jetzt fliehen oder wie? Muss ich denen folgen? Nein, vermutlich muss ich wieder zurück in mein Bett. Beziehungsweise... Ah, die Tür ist offen. Vielleicht finde ich hier irgendwas.
Das ist das, was ich die ganze Zeit gesehen habe, oder? Oh mein Gott! Aber was ist das? Sieht aus wie... Ist das Blut? WTF? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? Was wohl? Was hat das zu bedeuten? Das habe ich mich auch gefragt. Chinesisch? Japanisch? Was ist das? Die lassen mich mit Fragen alleine. Okay. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Das war auf jeden Fall eine interessante Story. Ich freue mich auf den nächsten Teil, Assassin's Creed 2. Vielleicht werden da mehr Fragen beantwortet. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.